Fehler passieren, das ist einfach so. Und auch wenn sich eine Branche wie die Luftfahrt natürlich wahnsinnig viel Mühe gibt, alle möglichen Fehler und Fehlerquellen auszumerzen, weil das da schnell mal auf Kosten der Sicherheit geht, sie passieren trotzdem. Aber wenn dabei halt eben nicht die Sicherheit eingeschränkt ist und niemand ernsthaft zu Schaden kommt, dann kann das auch manchmal ein bisschen lustig sein. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ich weiß, ich bin auch mit diesem Thema heute echt ein bisschen spät dran, aber ich glaube, wir müssen einfach ein bisschen drüber quatschen. Es ist einfach viel zu schön, um es links liegen zu lassen. So sehen Flugzeuge der Fluggesellschaft Cathay Pacific aus Hongkong eigentlich aus. Ist jetzt nicht sonderlich spektakulär, hat man irgendwo schon mal gesehen. Und vor 2 Tagen haben die das Bild hier präsentiert. Da gibt es einen Fehler, kleines Suchbild. Dieses Flugzeug hier mit der Registrierung Bravo Hotel November Oscar ist eine knapp 15 Jahre alte Boeing 777-300 der Cathay Pacific, die nun von der alten Cathay Pacific Bemalung auf die neue aktualisiert wurde. Das hat, wie man auf dem Bild sehen kann, eher geht so gut geklappt, denn das Flugzeug kam vor 2 Tagen tatsächlich mit einem Rechtschreibfehler auf dem Rumpf aus den Lackierhallen raus. Das kann man doch eigentlich wirklich keinem erzählen, oder? Da sollen die den Airline-Namen Cathay Pacific ganz groß auf den Rumpf raufpinseln, so wie sie das wahrscheinlich auch schon bei, keine Ahnung, 50, 60 weiteren Flugzeugen davor gemacht haben. Und dann vergessen sie einfach das F. Ich hätte gerne mal die Gesichter der Verantwortlichen gesehen, als denen das aufgefallen ist. Es muss ja zu einem relativ späten Zeitpunkt gewesen sein. Wahrscheinlich hat sie sogar ein Verantwortlicher der Fluggesellschaft erst darauf hinweisen müssen. Ja, und dann? Du meinst du nicht, da fehlt was? Ja, wir haben das F vergessen. Aber sie haben nicht nur das F vergessen, sondern das ganze Wort Pacific ohne F haben sie viel weiter nach rechts geschoben. Die Lücke zwischen den beiden Wörtern ist viel größer als sonst. So soll das nämlich eigentlich aussehen. Die Buchstaben werden mit Hilfe von Schablonen von den Mitarbeitern auf die Flugzeugrümpfe aufgebracht. Und wir wissen nicht, ob die Schablone einfach fehlte oder ob die Schablone unter den Tisch gerutscht war. Keine Ahnung, aber die Mitarbeiter wussten es ja scheinbar auch nicht. Und ob dann vielleicht noch eine Sprachbarriere dazu kam, beziehungsweise schlicht und einfach die Unwissenheit über die Buchstaben, die in anderen Teilen der Erde genutzt werden und die Kombination aus diesen Buchstaben, die dann die Wörter Cathay und Pacific ergeben, wir wissen das alles nicht. Fakt ist aber, dass man das Flugzeug genau so aus der Halle rausgeholt hat und dementsprechend dann die Möglichkeit gegeben hat, um eines der lustigsten Luftfahrtbilder dieser Woche entstehen zu lassen, welches sich dann natürlich auch dementsprechend schnell im Internet verbreitete. Ja, und als ein verantwortlicher Mitarbeiter der Fluggesellschaft dann wahrscheinlich mit offenem Mund vor dem Flugzeug stand und ihm dann auffiel, dass da ein bisschen was fehlt und da ein wirklich dummer Fehler passiert ist, da muss man sich an dieser Stelle dann natürlich die Frage stellen, wie man jetzt als Fluggesellschaft, als großes Unternehmen damit umgeht. Und an dieser Stelle wird es interessant, denn dass man mit Social Media eine ganze Menge Leute erreichen kann und auch ja, für ein bisschen Aufruhr sorgen kann und auch durchaus ein bisschen was falsch machen kann, das haben ja andere Fluggesellschaften in der Vergangenheit ja, eindrucksvoll gezeigt, United Airlines. Und spätestens 2018 sollte bei jeder noch so kleinen Fluggesellschaft angekommen sein, dass man mit solchen Themen extrem vorsichtig umgehen sollte. Aber Cathay Pacific weiß das sicherlich auch und dementsprechend sind sie mit einem Fehler, der sowieso schon mal nicht so schlimm ist, aber trotzdem für einen Schaden in Höhe von mehreren 1000 Euro gesorgt haben sollte, sie sind damit sehr richtig umgegangen. Etwas, was im Internet und auf Social Media sehr gut funktionieren kann, ist ein bisschen Selbstironie an der richtigen Stelle, eingesetzt von einem großen, eigentlich sonst sehr seriösen Unternehmen. So etwas kann im richtigen Moment wahnsinnig viele Sympathiepunkte hervorrufen und einen potenziellen Kunden zum Lächeln bringen und so natürlich auch gewisse Fehler schlicht und einfach spielend verschwinden lassen. Natürlich, der Fehler war in diesem Fall, wie gesagt, nicht sonderlich gravierend, schon gar nicht für einen potenziellen Kunden der Fluggesellschaft, aber trotzdem machte die Airline hier vieles richtig. Denn sie selbst, also die Fluggesellschaft selbst, gehörte mit zu den ersten, die das Bild jetzt im Internet weiter verbreiteten. Mit den Worten, ups, diese spezielle Lackierung wird wohl nicht lange auf dem Flugzeug bleiben, die Maschine geht zurück zum Lackierer. Und ich glaube, da sind wir uns einig, damit haben sie alles richtig gemacht und mein Gott, kann ja mal passieren. Und noch eine kleine Nachricht hinten dran, die auch ein paar Leute von euch interessieren dürfte. Und zwar haben wir ja, vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch, vor ein paar Wochen in einem anderen Video über den gebrauchten Lufthansa Airbus A321 gesprochen, der in Hamburg bei der Lufthansa Technik für die deutsche Bundesregierung fertig gemacht wurde. Die Arbeiten an der Maschine sind mittlerweile abgeschlossen und gestern wurde das Flugzeug dann in Hamburg an die Regierung übergeben.
Das gut 18 Jahre alte Flugzeug war damit knapp anderthalb Jahre jetzt am Boden, wurde dementsprechend für die Regierung fit gemacht. Dabei wurde das Flugzeug natürlich komplett überholt. Die ganze Technik des Fliegers wurde komplett überholt bzw. erneuert, sodass sich das Flugzeug jetzt in einem quasi neuwertigen Zustand befindet. Dazu kommt, die Maschine hat natürlich auch innen drin, also in der Kabine, nichts mehr aus alten Lufthansa-Zeiten, sondern genauso wie der A319 und der Airbus A340 der deutschen Bundesregierung ist da drin jetzt eine VIP-Kabine zu finden mit technischem und medizinischem Schnickschnack, den so ein Regierungsflugzeug gebrauchen kann. Und außerdem ist darin dann Platz für 84 Passagiere. Und damit soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen dabei und ich freue mich sehr auf eure Meinung zu diesem Rechtschreibfehler auf dem Cessna Pacific Flugzeug. Glaubt ihr, das war nur ein Werbegag und man hat das mit Absicht gemacht oder es ist wirklich einfach ein bisschen blöd gelaufen? Und glaubt ihr, vielleicht wäre es ganz cool gewesen, wenn man diesen Fehler jetzt einfach auf der Maschine drauf lassen würde, weil dann hätte man vielleicht, wenn man am Flughafen steht, mal ein bisschen was zu lachen. Ist ja irgendwie auch ganz witzig. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Schaut gerne auch mal im Aero News Germany Forum vorbei, da könnt ihr kostenlos Mitglied werden und da gibt es schon einige interessante Beiträge, die ihr dort lesen könnt, beziehungsweise könnt ihr natürlich auch, wenn ihr was zu erzählen habt, ein bisschen was Nettes da reinschreiben. Und ja, dann bis morgen, lasst es euch gut gehen und tschüss.